Willkommen zurück zu Deus Ex. Hier, 30 Punkte. Ja, sehr gut. Die habe ich gerade nicht gekriegt, als ich da runtergesprungen bin. Aber jetzt habe ich sie. Ah, jetzt habe ich sie doch noch gekriegt, die 30 Fähigkeitspunkte. Deswegen bin ich ja nochmal her. Ich habe alles nochmal nachgestellt, die ganzen Gegner umgelegt, bin oben hin. Ja, den Kran ausgefahren. Habe ich den Kran ausgefahren? Ich glaube ja. Ja, bestimmt. Oder? Ja, sieht so aus. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig, weil ich will sowieso den vorderen Weg nehmen. Und der Code dafür ist doch die 5566 oder 6655? 6655, alles klar. 6655. Ah, da muss ich da hoch, oder? Ach so, nö, das ist so eine Schräge. Ist ja lustig, dass mich da hochdrückt. Good work. Now watch for guards and find a way to get below decks. So, was haben wir denn hier für. There is another way to find Everett. He has a mistress named Beth Duclair. Remember that name when you get to Paris. Beth Duclair. Sollte ich mir merken, den Namen? Ja. Da. Eine Patrouille. Ich muss dir mal eben hinterher. Was hast du für mich? Ein Messer. Ich brauche kein Messer. Sehr gut. Ach, da kommt noch ein. Ich brauche kein Messer. Ich habe ein Schwert. Wie oft denn noch? Dass die Gegner sich das einfach nicht merken können, oder das Spiel. Ich meine, oh, das Spiel könnte ja eigentlich so klug sein, zu merken. Ah, sehr schön. Pistolenmunition. Hat sich doch gelohnt. Die zu durchsuchen, obwohl sie nur wieder Messer hatten, größtenteils. Ah, da geht's rein. Oder was ist das? Eine kleine Wachkabine, hm? Ansonsten ist hier aber nichts. Ist das ein Schalter? Nein. Ich muss jetzt irgendwie unter Deck kommen. Ah, da ist noch ein Gegner. I've got a bogey, no ID. Ja, komm her, ich hab Nahkampf. Ja, komm halt her. Ja, komm her. Ja, komm her. Fein. Dankeschön. Hat sogar die passende Munition dabei. Schrot. Und da ist nichts mehr. Da! Munition. Ausrüstung. Was hier ist? Sniper-Munition. Sehr schön. Ein Medikit. Sehr gut. Und, gut. Eine Lam! Cool. Ich hab. Wie? Man hat nie genug Lams. Nein. Man hat nie genug Lams. Ballistikrüstung habe ich schon. Aber dass hier eine Lam liegt, das merke ich mir. Ich brauche ja demnächst welche. Dann werde ich mir die nämlich aufschnappen, bevor ich das Schiff in die Luft sprenge. Oder zumindest habe ich das jetzt vor. Damit ich danach eine Lam mehr habe. So, wie komme ich jetzt da rein? Ich glaube, hier bin ich vorhin schon durch. Ist da was? Was ist das denn? Ah, nix. Boah, das ist so düster hier. Ich hoffe, ihr seht nachher auf YouTube was. Man halt auch nicht hoch. Na gut, da geht's hoch. Ich höre doch Schritte, die nicht meine eigenen sind. Da ist gerade auch noch irgendwas. War da gerade ein Gegner? Nö. Okay, da geht's hoch. Aber zuerst will ich mal diese Ebene hier fertig erforschen. Okay, hier ist nichts mehr. Na dann, ab nach oben. Süß, nicht mal abgeschlossen. Da oben ist eine Kamera. Mhm. Was haben wir denn hier? Ich mach mal eben hinter mir zu. Fiola Ambrosia. Okay. Kann ich die benutzen? Das probiere ich doch mal aus. Seltsam. Nichts passiert. Mhm. Okay. Ah, verdammt. Mal wieder die Steuerung. Ich muss mal eben neu starten. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Who's there? Y'all need permission from the captain. Wer, ich? Huh. Nobody there now. Wo bist du denn? Ich höre dich doch. Hi, mister.
Doch. Vier Schuss. Na, da muss ich noch nicht nachladen. Was gibt's hier Schönes? Zigaretten. Ich brauche keine Zigaretten. Soda. Bin ich angeschlagen? Ein bisschen. Die brauche ich nicht. Dann trinke ich doch mal die Soda. Ich finde es ja cool, dass man sich mit sowas heilen kann, auch wenn es nur ein bisschen ist. Das ist immer so ein bisschen Abwechslung zu den üblichen Medikits und so. Ich meine, es ist zwar wirklich müßig, sich damit vollständig zu heilen. Aber hey, es funktioniert und das zählt. Das hat mich neugierig gemacht, dass das verschlossen ist. Leider kann ich das nicht mit dem Universalschlüssel namens Schwert öffnen. 100 Credits. Dietrich für 100 Credits. Na, warum nicht? Ich habe ja 20 Dietriche. Ah, das ist doch eine der Öffnungen, die ich von unten gesehen habe. Da ist die andere. Genau. Toiletten, Duschen, Lüftungsschacht. Interessant. Ein Hintereingang ins Klo. Warum auch immer man sowas brauchen sollte. Auch hier wieder ein verschlossenes Fach. Multitool. Ja, jetzt habe ich schon beiden 18. Na, ist doch okay. Kann man ja machen. Ein Dietrich für ein Multitool. Warum nicht? Und noch eine Zelle. Yeah. Aber auch hier würde ich wieder die Zelle noch nicht benutzen. Vielleicht finde ich ja noch einen... Ach, genau, da geht's zum Club. Vielleicht finde ich ja noch einen Ladebot. Dann kann ich mir die Zelle nämlich sparen und weiter mitnehmen. Für später. Ich habe ja gerade erstmal noch genug Energie fürs Erste. Das sind leider keine Türen. Und das sind auch keine Türen. Dann gibt's hier wohl nichts für mich. Aber hier ist eine Tür. Das ist wahrscheinlich... Ach so, ja, das ist wohl der andere Weg. Aber ich frage mich, von wo aus man auf den Träger hätte draufspringen sollen. Ich probiere das. Ich gucke das mal eben. Das muss ich mal eben sehen. Kann man da durch das Gitter durch? Nee, ne? Das glaube ich nicht. Aha, doch. Man kann das öffnen. Okay. Haha, das habe ich gar nicht ausprobiert. Interessant. Na gut, ich bin ja schon drin. Ich bin nur neugierig. Ich höre Schritte. Von links. Da. Jetzt nicht mehr von links. Sind die unter mir? Kann ich mir nicht vorstellen. Oh. Haha. Gerade habe ich es noch gesagt. Ein Ladebot. Sehr cool. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber ich finde es verdammt cool, dass es hier doch einen gibt. Das könnte auch nützlich werden in Wasser. Den Schlagstock. Ich schmeiß mal kurz das Ambrosia weg. Na gut, zwei Multitools. 83353. Der Code. Die 4 auf den Zifferblock klemmt und ich finde keine Ersatzteil. Okay, ein neuer Code. Allerdings steht da nicht, wofür das der neue Code ist. Unverständliche Fehlermeldung. Boah, noch mehr Bioenergie. Großartig. Das Zeug ist ja effektiv für mich sowas wie ein... Oh, Schalldämpfer. Sowas wie ein Medikit. Das brauche ich gerade mal nicht. So, Schalldämpfer. Dann mache ich bitte mal... Hä? Hat die nicht schon einen Schalldämpfer? Warum kann ich das nicht auf die Pistole tun? Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Die hat doch gar keinen Schalldämpfer. Geht es vielleicht nicht, weil ich schon mal auf eine Pistole einen Schalldämpfer draufgepackt habe? Das wäre ja ärgerlich. Na gut. Dann klappt das jetzt halt eben nicht. Ach so. Ja, richtig. Ich kann ja hier durch rein. Ich höre immer noch Schritte. Sind die vielleicht über mir? Weil da unten ist ja niemand. Das müsste drüber sein, hm? Sickbay! Ein Medibot. Oh, wie gut, dass man sich hier voll aufladen kann. Und vielleicht sogar noch eine Runde schlafen.
Andererseits, na klar haben die sowas auf dem Schiff. Die müssen ja, wenn sie eine Weile unterwegs sind, auch die Leute, die krank werden, wieder gesund pflegen. Der Code für die Brücke im Maschinenraum 9753. Hier oben ist nichts. Und was ist da unten? Ein Nanoschlüssel. Okay. Wofür? Pfefferpistole, ein Medikit. Sojanah. Moment, ich habe das Ambrosia weggeworfen, gell? Das will ich natürlich wieder. Hier einmal eben heilen. Ist das der Schlüssel für hier? Nein. Ich lasse doch den hier nicht das Ambrosia liegen. So weit kommt's noch. Wo ist es denn? Da. So, eins. Das ist ja super, dass man sich hier aufladen kann. Ich glaube, ich speichere hier einfach mal. Und zwar so richtig. Für alle Fälle. Vor allem, weil ich da Schritte höre. Potenziell von Gegnern. Aber ich sehe halt nicht, wie es da irgendwie noch weiter hochgeht. Vielleicht durch den Lüftungsschacht? Ah, Tatsache. Und hier wäre auch eine Treppe. Hä? Warum kam ich von der anderen Seite jetzt nicht an die Treppe? Das muss ich mir eben angucken, wie das aussieht. Bin ich da vielleicht irgendwie falsch gelaufen oder so? Das verstehe ich gerade nicht. Was ist denn hier der offizielle Weg? Weiter nach oben. Hier geht es auf jeden Fall weiter nach unten. Könnte natürlich auch sein, dass die Gegner gerade unter mir waren. Inf. Ah, dafür war es der Schlüssel. Sehr cool. Nochmal 30 Punkte. Sehr schön. Hoffentlich ist jetzt hier keine Explosion, die mich tötet. Nö, sieht nicht so aus. Aber hier komme ich gerade auch. Hier war ich gerade auch nicht eben. Ah, Maschinenraum. Sehr schön. Primärziel war zum Maschinenraum gehen, nicht wahr? 5 Schweißnähte. Ja, und wie erkenne ich die Schweißnähte? Frage ich mich gerade. Ich frage mich gerade, wie ich die Schweißnähte erkennen soll. Ja, nein, nein. Oh, wie er mich einfach im letzten Moment noch gesehen hat. Was? Läuft er einfach durch mich durch? Da war doch kein Platz zwischen mir und der Wand. Frechheit. Ah, blöde Kamera. Okay, Pfeile. Oh, warum nicht? Kann man machen. Ich frage mich jetzt aber echt, wie ich diese dämlichen Schweißnähte erkennen soll. Hello? Whoever's out there is in serious trouble. Okay. Aha. Interessant. Ich heile mich mal eben mit diesem Reparaturbot. Bestimmt auch die Energie auffüllen. Natürlich kann er das. Hattest du was zu sagen? You'll have to go around. We're rewiring this part of the ship. I won't get in the way. The transformers are shorting up, and I can't shut them down. A lot of charge in there. The overhead walkway is like the plate of a capacitor. Sounds like a job for bots. You said it. They don't pay me enough to go in there myself. I'm waiting on a couple more spiders. The first two have quit responding. I can take a look for you. I wouldn't advise it. You'd have to shut down 2 power control panels. One of them under the floor. The guys in the operations room of the helicopter bay have been on my case. Their computers are fried, but it's not worth the risk. No way! Okay. TNT? Was gibt's da hin? Deckung. Aber sicher ist die Deckung bestimmt nicht. Hey, die Pentoperationszentrale, den Schlüssel habe ich jetzt. Do not forget about Everett. I have located his mistress, Beth Duclair, but she is dead. The last living associate of the Illuminati.
Kamera, ey. Oh. Was soll's? Ich will das. Ja, das will ich. Tatsächlich will ich das. Ich bin gerade echt ein bisschen verloren hier drin in diesem Schiff. Ah, eine Tür. So. Wie viele Stellen? 4 Stellen. Es lag gerade 2 Codes. 9753. Und der andere war, glaube ich, um einiges länger. Genau. 9753. Was? 9? 7? 5? Was? 9753. Ist das der andere? Nee, ne? Vielleicht die 6655, aber die war vorher schon. Nö. Schade. Kann ich mit dem Schlüssel da rein? Nein. Dann muss ich da wohl noch den Code finden. Ja, ich könnte mich auch reinhacken, aber... Es gibt sicher eine Möglichkeit. Was? Ich werde gerade nach oben geblasen von der Luft, das ist ja lustig. Uah, noch weiter hoch. Oh, okay, das tat weh. Zeigen wir raus. Multitool? Okay, eine Biozelle. Schön. Lass mich mal eben noch weiter hochtragen. Das erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Oh Mann. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, ich brauche hier die Tempoerhöhung, um einen Schaden zu kriegen. Ich bin echt verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Und ich habe keine Ahnung. Ah, das könnte der Maschinenraum sein. Ja, das ist der Maschinenraum. Da war ich doch vorhin schon, oder? Ja, vorhin war ich da unten. Ja, ja, dann schlag doch mal an, ist mir doch egal. Okay, über den Computer kann ich sie dann rückwärts laufen lassen. Dann mache ich das doch einfach mal. Allerdings habe ich halt immer noch die Dinger noch nicht gesprengt, ne? Scheint gerade nicht interessant zu sein. Okay. Ach, ist nur noch eine Schweißnaht? Okay, wo ist die? Der da gerade her. Müssen wir ihn heilen wieder. Okay, welche? Das da? Ah. Karte? Wo habe ich eine Karte her? Ach, Tatsache. Ich habe eine Karte. Okay. Na, ich spring da einfach mal. Wird schon passen. Na? Na? Na, komm schon. Sag mal, treffe ich die jetzt nicht? Ja, okay, durch den Dampflauf wäre vielleicht blöd. Da gehe ich gleich raus. Ach du blöde Kamera, ey. Alles muss man selber machen. Könntest du bitte diese blöde Lampe treffen? Nee, kann er offensichtlich nicht. Also gut, dann nehme ich die wieder kurz mit, werf sie einfach hin. Doch. Kann ich da durch? Nee. Aber ich habe das Schiff ein bisschen geschwächt. Die Struktur ein bisschen geschwächt.
heißt, drei Stück noch. Komisch, weil gerade hat er irgendwie noch gemeint, die letzte Naht, nachdem ich die Pumpen angeschaltet habe. Seltsam. Okay, ja, gut, Kameras aus, Tür offen, Eingang Peildeck. Okay. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt von der Komplexität des Levels hier. Das unter anderem, glaube ich, auch daran liegt, dass ich mir die Karte nicht angeguckt habe und einfach wild drauf losgelaufen bin. Sag mal, ich habe doch gerade... Okay. Ich habe doch gerade die Kameras hier ausgeschaltet. Nee, Moment, da bin ich schon lang gelaufen. Okay, mal gucken. Vielleicht gibt es hier ja auch eine Schweißnaht irgendwo. Ah, hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste. Mit einer Lam! Sehr schön. Und eine Biozelle. Wunderlich. Und ich glaube, hier ist die zweite Schweißnaht. So. Davon habe ich schon 20. Aber... Statt jetzt eine Lamp zu verschwenden, mache ich das, glaube ich, auch mal mit dem Fass hier. Und dann ist auch die Folgezeit schon wieder voll. Und in der nächsten Folge werde ich dann die nächsten beiden, die letzten beiden Schweißnähte sprengen. Und hoffentlich dieses Schiff ein für alle Mal versenken. So. Andererseits, Moment, ich muss doch noch... das brauche ich nicht, das ist Blödsinn. So, einmal speichern für alle Fälle. Hat das gereicht? Nein, das hat nicht gereicht. Wahnsinn. Ich dachte, das reicht. Ich kann mir Lamp sparen. Aber gut, dann eben so. Wunderbärchen. Vielleicht ist es ja eine Falle gewesen, das Fass einfach, dass man, wenn man hier in Deckung geht, ich bin sicher, boom, das Fass explodiert und man einen selber doch noch mitnimmt. Das kann natürlich sein. Die Gefahr habe ich dann durch das Fasssprengen natürlich wunderbar ausgeräumt. Okay. Hier eigentlich. Keine Ahnung, wie der Raum hier heißt. Ich gehe mal nach oben. Nee, da komme ich her, oder? Ja, da komme ich her. Ah, da unten geht's weiter, sehe ich gerade. Ah, nee, Blitze. Da geht's weiter. Wie dem auch sei, ich gehe zwar in Deckung vor den Kameras und dann speichere ich noch ordentlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.